Was geht ab, Leute? Willkommen zum nächsten Vlog hier auf unserem mega krassen Kanal. Das ist mein Bruder, Manuel. Wie heißt du? Manuel, wie ist dein Name? Auf jeden Fall ist heute Competition Day. Nachher soll übelst krass Wind kommen. Hast du darauf schon Bock, Manuel? Dann kannst du nicht eine normale Antwort geben. Es ist auf jeden Fall noch kein Wind. Wir haben aber schon alles aufgebaut. Und wieder ein bisschen Stück. Ja, Mann. Manuel, du findest das Mädchen mit Brille gut, oder? Um es kurz zu fassen. Oh, da ist eine Mücke. Jetzt ist die Mücke wieder weg. Da war wirklich eine Mücke. Auf jeden Fall ist das bei den Wettbewerben so, dass man schon, bevor das Rennen losgeht, alles aufbaut. Und wir haben jetzt aufgebaut. Ich stelle euch das jetzt einmal kurz vor. Kannst du bitte normal die Kamera halten? Wir haben hier einmal das... So, guck mal, zeig den Leuten mal einmal, was hier abgeht. Hier ist nämlich alles voll mit... So, hier müssen wir springen. Alter, du bist genial. Hier legt man dann alle so übereinander und macht dann nur die Masten rein und zieht es halb durch. Weil man weiß ja vorher noch nicht, was man später brauchen wird in der Competition. Und jetzt müssten wir quasi nur noch die Verlängerung durchziehen und das... Hör bitte auf, von so nah zu fahren. Die Verlängerung durchziehen, die Kabel können wir dann haben. Wolltest du noch was dazu sagen zur Wettbewerb? Manuel, was ist dein Plan? Du bist ja nur mit Frauen in dem Heat. Es gibt nämlich einen Jugendlichen- und Frauen-Heat. Was sagst du dazu? Leute, ich komme gerade vom Wasser. Ich sage euch schon mal so viel, es lief komplett scheiße. Es ist so wie jedes Jahr hier. Am Anfang denkt man noch so, oh, cool, chillig. Da war ich mit 8,4 draußen und dachte mir, ey, wird ein perfekter Tag. Ne? Alles lief genauso wie im Training.
und auf einmal, bam, Düse geht an, 35 bis 40 Knoten am Startboot. Jungs, ich brauche Hilfe. 35 bis 40 Knoten am Startboot. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch mit meinem 7-0er Slalom-Segel drauf. Und es war auf jeden Fall, also könnt ihr euch auch vorstellen, so, es ging gar nichts. Ich konnte den Kurs kaum abfahren. Bin den Hieb trotzdem noch zu Ende gefahren. Und war dann halt an Land und wusste so, ja, geht nichts mehr. Und dann habe ich es halt gelassen so. Und dann bin ich später nochmal mit 5-0 rausgegangen. Da habe ich mich komplett verdreht, einen richtig ekelhaften Schleudersturz gemacht. Danach hatte ich erstmal Ohrenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen doch gerne einen Daumen nach oben, drückt den Abonnieren-Knopf und lasst mir einen Kommentar da. Und ich würde sagen, falls morgen besser läuft, sehen wir uns im nächsten Wettkampfvideo. Ansonsten sehen wir uns irgendwie danach. Bis dann!